Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge meines neuen Projekts, also eigentlich die erste Folge meines neuen Projekts, mit den Saber, die aus dem neuen DLC Desert Kingdoms kommt. Wollte ich mir mal die anschauen, dachte ich mir, oh, die sehen ja ganz nett aus, und dann dachte ich mir, komm, schlagen wir mit denen einfach mal eine Kampagne. Ihr habt ja schon genaueres darüber im Infovideo erfahren von letzter Woche Donnerstag. Jetzt wollen wir das Ganze noch in die Tat machen. In die Tat bringen, die Tat umsetzen, so, in die Tat umsetzen, so. Ich habe die Fraktion schon einmal kurz gespielt gehabt in der Kampagne. Und muss sagen, man hat schon Herausforderungen anfangs, weil es echt scheiß Einheiten sind, die sie dabei haben. Gerade anfangs, also die Saber sind ein sehr, wie soll ich sagen, beschissenes Volk am Anfang von ihren Standardeinheiten. Und nicht ohne Grund wird ja auch schon im Text empfohlen, bitte nimmt Söldner und sowas, nach dem Motto. Wir stehlen nicht den Reichtum anderer, denn wir erzeugen unseren eigenen. Vor Jahrhunderten bauten unsere Ingenieure den großen Damm. Und seitdem verwandelten wir die Wüste in einen Garten. Im Verlauf der Jahre lernten wir, mit unseren Nachbarn im Norden zu leben und zu handeln. Doch gibt es auch jene, deren Gier und Eifersucht uns zu einem ungewollten Krieg zwingen könnte. Wie die Gerea im Nordosten. Unter diesen Umständen wäre ein Bündnis mit den freundlich gesinnten Maskat im Osten ratsam. Und wir sollten versuchen, den Handel nach Westen auszuweiten. So. Ziel erteilt. Ich soll Magna Arabia einnehmen. Ja, kriegen wir hin. Ist hier oben die Provinz. Kriegen wir schon noch hin. Gut, was haben wir für ein Problem? Wir haben Scheißeinheiten. Wenn wir schnell sind, können wir Maskat schnell überrumpeln. Maskat hat nicht so viel. Deswegen ist da schnelles Handeln gefragt eigentlich. Was gibt's denn hier für Söldner? Da haben wir einige. Aber nicht genug, würde ich sagen. Aber gut. Wir fangen ziemlich gut an von der Kohle her und haben auch relativ komfortable Lasst uns das Ausgangssituation. Ich meine, wir können jetzt hier auch handeln mit den Geral zum Beispiel, obwohl die eigentlich uns sogar schlecht gesinnt sein sollen. Auch mit den Ma'in können wir handeln. Die haben sogar ein reges Interesse. So, genau, den kenne ich schon, den Trick. So. Das habe ich schon alles gemacht, dass man so halt relativ viel Geld schon schnell rauspressen kann. Wir könnten es jetzt auch mit Maskat machen, die würden auch sofort annehmen. Möchte ich aber aus einem ganz einfachen Grund nicht. Weil ich die gleich angreifen möchte. Ich habe es in meiner eigenen Kampagne versucht, hier nach Westen zu expandieren, habe gemerkt, ja, es ist machbar, aber es ist verdammt, verdammt doll schwierig. Deswegen wollen wir jetzt eher versuchen, hier drüben weiter, also hier im Osten, uns aus den erstmal Arabien einzunehmen. Es ist einfacher, weil wir halt alle mit den gleichen Waffen kämpfen. Das ist der Grund. Das ist ein Vorteil von der Fraktion übrigens, wir haben keine überlegene Nation in unserer Nähe. Das ist wirklich gut. So, dann holen wir uns jetzt mal hier einen Spion dazu. Mhm. Nehmen wir einfach mal dich hier. So, dich schicken wir hier rüber. Zack. Rekrutieren wir mal weiter hier. Zack. So, du gehst jetzt wieder zurück hier. In die Stadt. Die Söldner holen wir uns, sobald wir hier angekommen sind. Aber vorher werden wir erstmal noch selber uns Einheiten holen. Ich sehe es jetzt hier schon. Uns fehlen Fernkämpfer. Ganz doll. Und Nahkämpfer bekommen wir auch nicht viele. Sabäische Söldnersperrkämpfer, okay. Schade, dass wir keine ordentliche Kaff bekommen. Was wie arabische Söldnerkaff eigentlich ganz geil jetzt, aber gut. Holen uns erstmal die Einheiten hier rein ins Boot. So. Runde beenden. Meine Flotte schicke ich jetzt hier eigentlich nur los, damit ich andere Nationen kennenlerne, mit denen noch zu handeln. Ich meine, wir haben Gewürz, ist übrigens eine neue Ressource, die wir handeln können. Und. Ist eine neue Funktion hier? Nee, ist nicht. Wir bitten um einen Vertrag zwischen unseren Völkern. Ein Abkommen, das uns beiden... Nee, wir machen keinen Nicht-Angriffspakt in unserer direkten Umgebung, weil wir sowieso uns noch ausdehnen wollen.
So, Quartiermeisterbericht. Fraktion angetroffen. Super. Können wir mit dem Meroe handeln? Also, nee, mit den Kusch heißen sie jetzt hier. Ursprünglich hieß ja Meroe. Ich werde mir eure Rede geduldig anhören. Überbringt mir besser eine lohnenswerte Nachricht. Hm, wollen sie nicht gut. Okay. Ein Versuch war es wert. Flotte meldet sich, mein Herr. Alle Mann an die Ruder. War hier nicht mal ursprünglich noch eine andere Fraktion? Naja. So. Die schicken wir nach hier und die schicken wir hier hoch. So. Jetzt die Frage, was holen wir uns für Söldner? Ich würde zwar fast sagen, wir warten noch eine Runde. Und holen den Rest nur mit Söldnern rein. Ne, wir holen die jetzt und machen Gewaltmarsch. Aber wir sehen ja, was hier drüben kommt. Wir haben ja eine Handelsroute mit denen. Schön ist, wir haben Kaff. Fernkampf haben wir auch. Infall haben wir auch. Ich glaube, den Rest können wir uns immer noch holen. Dann das ist eine Einheit. Können wir uns noch holen, wenn wir hier drüben sind. Schauen wir einfach, was in der nächsten Runde so kommt. So. 6 haben sie jetzt hier nach dem. Gut, also rekrutieren sie gar nicht mehr so viel. Eigentlich würde ich jetzt gerne Fischereihafen bauen. Lass ich aber erstmal sein. Erstmal will ich Maskat einnehmen. Ist mir dann doch lieber. So. Runde ist durch. Bau abgeschlossen. Infanterielager. Wir müssen halt relativ schnell aggressiv sein. Weil wir halt gar nicht so viele Möglichkeiten haben, uns irgendwie hier militärisch zu profilieren sonst. Also müssen wir früh zuschlagen. So, Ägypten und Nabatea, beide getroffen. Dann können wir jetzt auch denen mal ein Handelsangebot machen. Ja, die werden kein Interesse haben. Sag ich doch. Aber Ägypten vielleicht. Nee, auch nicht. Versuch war es wert. Dann können wir die Flotte auch schon zurückschicken, weil ich weiß, hier drüben ist nicht mehr. Kommen sowieso nicht mit. Ha. Das ist ein knappes Ding. Beeilt euch, Männer! Kann man leider nicht sehen, weil die Farbe halt blöd ist. Naja, was gibt's denn hier für Söldner? Ich würde fast sagen, wir nehmen nochmal Kaff. Nee, die will ich gar nicht mitnehmen, hier die Mareb-Söldnerwache. Ich will die Himya-Söldner-Kavallerie mitnehmen. Ja, warte mal, im Originalspiel hatten die Saba auch nur eine Provinz gehabt. Hier war vorher noch die Himya, fällt mir gerade auf. Mensch, 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 Mensch. Da haben die aber wieder ganz schön umgeschummelt. Jetzt sind so möglichst zwei Provinznamen. So. Also werden die Kusch wahrscheinlich auch, die von den anderen Wüstenvölkern bekommen haben, die Region. Die Nabatäer hatten sowieso zwei, das ist ja bekannt. Wenn nicht sogar drei. Sieht sehr nach drei aus, genau. Und die Massaesylia, mal schauen. So, bestätigen wir den mal hier und... Gehen wir in den Nahkampf rein. Also in den Nahkampf. Beenden die Runde mal. Ich meine, ich möchte gerne die Kavallerie haben, weil die es mir wirklich wert ist. Die lohnt sich wirklich. Mal sehen, was wir alles so hinbekommen können in der kurzen Zeit, die wir jetzt hier haben. Ich meine, ich möchte nämlich das nächste Let's Play auch anfangen, sobald das nächste Total War raus ist, was im April kommt. Und zwar Total War Saga, was ist das nochmal? Total War Saga Britannian Thrones of Britannia? Ich glaube so. Das möchte ich nämlich noch spielen mit euch.
So, die glorreiche Vergangenheit. Unsere Zivilisation hat in den letzten Jahren begonnen, im Wüstensand zu versinken und mit ihr beinahe unsere glorreiche Vergangenheit. Ein junger Mann, der aus den Grenzregionen in die Hauptstadt gekommen ist, versucht offenbar, das zu ändern. Der Stolz im Volk lebt durch seine Worte über seine Wurzeln wieder auf, doch sie lassen die derzeitige Regierung schwach erscheinen. Wir werden die unterstützen. Habe ich in der letzten Kampagne auch gemacht, hat sich gelohnt. Ich hoffe, das ist jetzt wieder so. Und der Angriff geht gerade noch so klar hier. Gut. Ja, Krieg erklären, ja, nicht vertrauenswürdig, weiß ich. Was haben wir denn hier? Herbern, Plänkler, Stammeskrieger, Habische Söldnerkaff. Wir werden die Schlacht mal selber schlagen, Leute. Können wir uns die Einheit mich mal anschauen? Es gibt nämlich auch eine neue Funktion für die Einheiten, die wir alle schon sehnsüchtig erwartet haben. Die kennen wir ja noch von Rome Total War zum Beispiel. Und zwar den Bewachen-Modus, den gibt's jetzt wieder, Leute. Da ist jetzt hier Defensivmodus und die Einheiten bleiben dann auch stehen. Das ist ganz praktisch, weil so kann man fliehende Einheiten, also kann man, also so bleibt, warte mal, ist die Aufnahme hier gerade pausiert? Nein, ist ja nicht gut. Puh, ich dachte mir jetzt schon, hier ist was schiefgelaufen. Wäre nicht schön. Ja, trocken gefällt mir. So. Okay. Die haben ordentlich Nahkampfpower. So. Haben die offene Formation hier? Wusste ich gar nicht. Aber hier haben wir diese Defensivmodus, ja. Hier steht es auch, wenn man den aufploppen lässt, lässt Turb in Verteidigungsstellung gehen. Der Defensivmodus sorgt dafür, dass eure Männer die Position halten. Sehr geil, finde ich gut. So, kommt ihr mal hier hin, bitte. Ihr bleibt ja stehen. Zack. Zack. Das ist unsere wichtigste Infanterie sogar. Hauen wir die mal zusammen. Die müssen als... Ja, Zusammenarbeit soll eigentlich ziemlich gut funktionieren hier. So. Und rüber hier mit dir. Schicken wir euch mal vorwärts. Hier drüben kommen die Schiffe gerade an. Die zwei. Wenn ich mit der Kopf schnell bin, kann ich die schön platt machen hier, finde ich gut. Das sind Stammeskrieger und Stammeskrieger. Das ist beides Steinschotter, soweit ich weiß, oder? Nee, sind Speerwerfer. Ach ja, ich möchte euch auch mal die Einheiten. Realmodus. Hier haben wir die Himmia Söldnerkaff. Dann haben wir hier die Kamelsperrkämpfer. Hier drüben haben wir die Wüstensperrkämpfer. Die sehen jetzt nicht gerade spektakulär aus. Die Söldnerwache. Die Herbern Schwerter. Haben wir hier die Steinschleuderer. Stammeskräfte, die mit den Sperren. Bogenschützen. Und hier drüben haben wir dann die Marodeure. So. Dann wollen wir mal euch nach hier schicken, bitte. Jetzt zieht er ab. Jetzt wird er wahrscheinlich hier drüben an Land gehen. Rüber hier mit euch, bitte. Ich schicke mal nach hier. Ich behalte mir noch hier. Und ich schicke mal schon mal hier vor, bitte. Finde ich lustig, dass die Schildwall haben und nicht Schildwand. Aber gut. Ist ja... Ja. Geht auch. Ach, da hinten kommen sie doch wieder. Warten wir erstmal hier. Bewegen wir euch mal hier durch, bitte. Ihr kommt nach da. Und da haben wir schon die ersten Stammeskrieger. Rauf da bitte. So. Schicken wir euch mal nach hier, bitte. Ihr geht nach da. Die Bogenschützen können wir hier gut drüben gebrauchen. So, schicken wir auch mal mit drauf. Das tut weh. Ja, sind schon 9 gestorben hier. So, rauf da. Und euch schicken wir hier rein. So, euch brauchen wir jetzt mal hier noch. Könnt ihr jetzt hier durchgehen? Was haben wir da? Herbern-Sperrkämpfer. Schicken wir euch hier lang.
So, und euch schicken wir auch mal hier direkt dahinter. Da kommt die Kaff. Dann schicken wir die mal gleich hier mit rein, die Leute. So, und euch schicken wir hier drauf. Zack. So, rüber hier mit euch. Oh, oh. Da kam die Kaff. Fällt mir nicht so sehr. Will ich die Kamele schon mal in Nähe bringen hier? Ihr könnt hier schon mal durchgehen. Du gehst mal hier mit lang, bitte. Oh, oh, zurück erstmal. Euch brauchen wir jetzt hier nicht. Rüber hier mit euch. Den General bringen wir auch schon mal in die Nähe. So, jetzt kommen die hier durch. Oh, da haben wir Kamelsperrkämpfer. Gut. Behalte mich erstmal noch zurück hier. So. Dann werden wir euch mal nach hier stellen. Und die Kamele... dass er auch Kamele einsetzt, bringt das ja nicht viel. Es kommt jetzt hier. Adelschattkämpfer. Ja, keine Chance dagegen. Keine Chance. So. Komm, ihr prügelt euch jetzt mal auch hier mit rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Rauf hier. So, ab ein Schild, weil bitte mit euch. Ihr könnt hier mal zurückkommen erstmal. Du kannst hier mal mit dem Nahkampf gehen. So, und ich schieße mir auf die Kamelbogenschützen bitte rauf. Hier, kommt nach hier hinten, bitte. So, sollten die jetzt hier schon mal Alleingang schaffen können. Jo, die leiden drunter. Super. Wie sieht's hier aus? Komm, Formationsangriff aus. So. Munition ist alle. Perfekt. Ihr habt euer Kapazität genutzt. Mehr geht nicht. Adelschecker, was ist hier drin? Kein Wunder, dass sie so lange überleben. Guck ich das mal an hier. Das ist ja ein Geschlachte hier. Das erklärt so einiges. Aber immerhin, die werden jetzt hier ordentlich niedergemetzelt. Die Pfeile fliegen da hinten. Hoffentlich können die vorher nochmal schön schwächen hier. Komm, schick euch mal weg hier und ihr geht erstmal hier rein, bitte. Super. Bessere Chancen haben sie jetzt hier. Gar nicht gut. Schickt mal euch mal hier an der Seite durch. Immerhin, der Jam wird ordentlich geschreddert hier. So. Boah, das tut weh. Rein da und ihr geht jetzt hierauf erstmal. Ja, der Jam wird ordentlich bombardiert. So. Perfekt. Perfekt. Du gehst jetzt mal hier rauf, bitte. Ihr kommt auch hier rüber, bitte. So. Jen ist durch. Rein da mit euch. Rein da. So, euch schicken wir jetzt auch hinterher. Los, haut rauf. Hang. Oh. Oh. Der hat die aber gerade mal weggehauen hier. Ist schon geil. Boah, der hat ja 139 Kills schon hier. Das war mal ein Ansturm, der hat sich gelohnt, Leute. So, Feuer einstellen. Die sind gleich weg hier. Cool. Guckt euch das mal an hier. Oh, da schmeißt jemand. Oh, oh. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ah, ich brauche gar nicht fortfahren. Hier machen wir Gefecht beenden.
Reicht mir schon. Gut. Immerhin. Die Verluste sind hauptsächlich bei meinen Billo-Schwertkämpfern hier. Die sind sowieso scheiße. Also jetzt mal ehrlich, mit denen kann man nicht viel anfangen. Wir haben es immerhin geschafft, eine Fraktion schon mal wegzuhauen. Vor allem der Jen, ey. Hat du diesen einen Charge zum Schluss gemacht in die Fernkämpfer? Mit Trampeln an. Wusch. Alles. Wirklich. Alles weg. Gefühlt. Ich meine, es waren 4 Truppen. Von den 4 waren 3 sofort tot. Geil. Ach ja. Die Marodeure haben sich gelohnt. Die haben ordentlich geschlachtet. Finde ich gut. So, besetzen wir hier bitte. Zack. Maskat sind tot. Dann können wir jetzt ihre Provinz übernehmen hier. Finde ich gut. Minus 20 für diese Runde jetzt. Gut. Dieses Gebäude brauche ich nicht. Machen wir ein Infanterielager draus? Nein, machen wir nicht. So. Jetzt haben wir Blei selber. Das ist ganz gut. Wir gehen voll auf Militär, wie gesagt. Ich möchte relativ schnell die Infanteriequartiere haben. Warum? Weil das unsere erste gute Einheit ist. Guckt euch das mal an. Wir kriegen jetzt hier die sabäischen Schwertkämpfer dann im zweiten Gebäudestufe fertig. Und auch sabäische Speerkämpfer. Die kann man noch immerhin irgendwie einsetzen. Aber wirklich lohnen tut sich erst ab hier, weil wir dann die Adelsschwertkämpfer bekommen. Und die haben halt ordentlich Power wieder. Sind nicht top, sind nicht geil, aber sind halt Mittelklasse. Ja, die nächste Einheit, die dann kommen würde, wären die königliche Garde von Marib. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Bis wir da soweit sind. Na gut. Eine Fraktion schon mal wieder weggehauen hier. So, dann können wir die Söldner jetzt mal hier weghauen. Die brauche ich nicht mehr. So. Hab's aus wie noch auf Speichern gedrückt. Zusammenlegen. Wenn ihr Namen habt für die schrecklichen Nomaden, das ist jetzt der Armeename noch hier, dann haut's ruhig in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren. Und dann hau ich da auch den schönsten von denen rein. Also denkt daran, ihr könnt auch wieder bei der Namensgebung mit dabei sein. So. Du bist aufgestiegen hier. Ich gebe die Stratege. Gefällt mir am besten. So, Malik. Ein guter Anführer inspiriert sein Untertan. Warte mal, er heißt Malik und sein Ruf heißt auch Malik? Nee, hier. Samar Ali Yanuf heißt er. Okay. Gut. War schon verwirrt. Yazil Amar, wie sieht's denn hier aus? Ein Hofadel weniger. Apropos, wie viele Hofadel gibt's denn eigentlich? In Summe. 100. Wir haben 52%. What the fucking shit. Mark Ostländer, Traditionalist. Das gefällt mir überhaupt gar nicht hier mit Durst nach Macht. Mm-mm. Militarist. Gut. Aber immerhin, wir haben ordentlich was reingeholt gerade schon. Wieder hier. 52%. Kann man nicht meckern. Politische Heirat. Ui, es ist neu. Herr Weil General, das kann ich hier nichts benutzen von. Hier, Diplomat, Dame. Ah, aber das ist neu, dass er eine politische Heirat auch machen kann. Hier, das ist auch eine neue Fähigkeit. Finde ich gut. Das fördert wohl die Loyalität dann. Okay. Gut. Kann man machen, muss man nicht. So. Jetzt haben wir erstmal schon eine weitere Provinz hier. Hier werde ich definitiv dann irgendwas mit Getreide bauen. Ah, ich kann hier einen Provinzerlass machen. Geil. Was haben wir denn hier? Edle Philanthropie. Apropos, wem gehört denn eigentlich diese Provinz? Würde mich mal interessieren. Mir. Super. Okay. Einberufung brauchen wir nicht. Parlament Kansas, wir waren es praktisch. Handelsanreiz. Parteiloyalität, Tributeintreibung. Aber wir machen mal hier Parlament Kansas erstmal. Ist mir Tatsache sogar am wichtigsten. So, Runde beenden. Ja, ja. Komm einfach zurück. Reicht mir schon.
So. Glorreiche Vergangenheit. Genau dasselbe passiert wie auch bei mir. Minus 3 Loyalität für alle politischen Parteien, plus 6% Moral für alle Einheiten, plus 1 öffentliche Ordnung in allen Provinzen. Kusch kämpft gegen Aksum, okay, besorgte Bevölkerung. Ja, das ist bekannt. Erlass erteilt. Jetzt haben wir immer plus 1 schon, gut. Machen wir hier mal ein Nomadenlager. So, ich spiele gerade übrigens mit dem normalen Spiel ohne irgendwelche Mods, weil der 4 Turns per Year Mod zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert hat und dadurch dann die neuen Fraktionen gar nicht spielbar waren. Die waren ja nicht im Auswahlmenü drin. Und das ist ja natürlich dann nicht der Gedanke, den ich hier hege unbedingt. So, jetzt haben wir schon mal 3 Städte. Wie gehen wir weiter vor? Ich werde die Armee erstmal noch so behalten, wie sie hier ist, aber eigentlich möchte ich relativ schnell die neuen Infanteriequartiere hier haben, das Infanteriezelt, nicht dann sabirische Schwertkämpfer haben und sabirische Bogenschützen. Wäre mir dann doch schon ganz lieb. Wobei ich nochmal schauen müsste, ob die sabirischen Schwertkämpfer Schildwall haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde dann sogar vermehrt auf die Speerkämpfer erstmal zugreifen, weil die halt eine extrem hohe Defensive haben. Kombiniert den Bogenschützen habe ich eine starke Linie, die viel aushält und kann währenddessen viel austeilen. Frieden verhandelt, Rang erhöht, super. Den werden wir mal komplett auf Geld erstmal spielen. Deswegen gehen wir auf Adel und danach haben wir als nächste Stufe, kann ich jetzt nicht mehr zeigen, wo ich aber seine politischen Fähigkeit hier, wie heißt nochmal, Verwaltung, politische Verwaltung, steigern und dann kriegt er, also kriegen wir auch hier ein höheres Provinzeinkommen, was ganz praktisch ist. So. Scheiße. Hauen wir hier erstmal anderen rein. Nehmen wir den hier erstmal. Hier nehmen wir erstmal die königliche Garde, oder? Nee, möglichst günstig eigentlich. Dann nehmen wir mal die königlichen Kamelbogenschützen. So. Spar ein bisschen Kohle. So. Wo wollte ich nachschauen? Genau. Infanterie, Zelt. Zelte. So. Haben die? Nein, haben die nicht. Also nicht die wählen, sondern die hier wegen Schildwand. Schildwand macht eine unheimlich gute Defensive. Deswegen will ich die haben. Was macht die Schildwand? Wappnen, Nahkampf, Abwehr und Schildstärke. Super, perfekt. Gegen Fernkampf. Gibt da auch einen Boni zum Beispiel. Deswegen gefällt mir super. Das wusste ich gar nicht, dass es hier auch ein Zurückmenü gibt. Man lernt immer wieder neu dazu bei dem Spiel, wenn man sich wieder mit dem mehr beschäftigt. So, wie lange braucht das jetzt eigentlich noch mit dem Bau? 2 Runden. Gut, die können wir warten. Dann werden wir unsere Herber und Schwertkämpfer austauschen. Wir werden auf Bogenschützen setzen. Ich glaube, die sind arschteuer. Das gefällt mir zwar nicht so, aber soll ich sonst machen. Naja. Wir können hier noch einen großen Hafen bauen, bringen mehr Kohle rein. Kostet aber Nahrung. Aber es machbar eigentlich. Apropos Nahrung. Würde mich interessieren. Subsistenz, lokaler Handel. Ja, wenn in Maskat. Anbau, Landwirtschaft minus 1%. Warum? Warum minus 1%? Muss davon irgendwo herkommen. Vielleicht von vornherein schon niedrig, kann auch sein. Aber gut, macht sich nicht bemerkbar. Finde ich gut. Nein, da will ich jetzt eigentlich nicht rauf. So. Du bringst Kohle hier. Manche bringen Nahrung. Kann ich drauf pfeifen auch fast. Naja. Ich werde erstmal einen großen Hafen bauen. Und pfeif erstmal noch. Auf ein Militär. Weil ich jetzt mal lieber hier drüben bauen. Hier ist es sicherer. Da wird nicht so schnell was dazwischen kommen. Ich versuche jetzt erstmal mein Einkommen zu erhöhen. Sodass ich dann
mehr verdiene. Ja. Ist mir wichtig. Mit mehr Kohle kann man auch schon eine Menge machen. So, Handelseinkommen finde ich gut. Zwar noch nicht bewusst, doch werden ihm unsere Waren sehr gefallen. Wollt ihr sie ihm verwehren? Natürlich nicht. Super, finde ich gut. Handel mit denen. Bringt mir gleich noch mal ein bisschen mehr Kohle ein wieder. Gut erforscht, Söldner. Gibt eine Stelle für Kamele und als Kosten für Söldner. Super. Perfekt. Heuschrecken. Ein riesiger Heuschreckenschwarm scheint das Ackerland dieser Provinz anzusteuern. Was sollen wir tun? Die falsche Wahl könnte eine Hungersnot auslösen. Machen wir das Wärme im Weihrauch mal ab. Verbrennen hier. So, Fraktion angetroffen. Media. Aktuelle Eigenschaften. Gebildet. Unzuverlässig. Unfältig. Gut. Okay, wollen wir mal gucken. Wir haben Media getroffen gerade, nicht wahr? Media ist Handeln möglich. Super. Kein Interesse. Schade. Wie viel kriegen wir mit dem Kusch? 196. Das ist nicht schlecht. Für den Anfang nicht schlecht. Seid beruhigt, guter Botschafter. So, apropos, sind die eigentlich dann hier mit Okian verbündet? Nö. Gut. Der Bau ist jetzt hier mal abgeschlossen. Das ist schon mal eine schicke Sache. Wie sieht es hier aus? Hier kommt noch nichts. Dann wollen wir mal die Seleukiden suchen und kennenlernen. Der Weg ist mir versperrt. Mit denen werde ich natürlich nicht handeln können. Keine Chance. Aber schon mal kennengelernt, kann ich schaden. Die werden wir sowieso bald wieder zurückschicken hier. Nach Gerar. Da möchte ich ihn gern haben. So. Bringt gar nicht so viel Blei. Dann werden wir wohl erstmal eine Runde warten. Weil mir jetzt nicht gefällt, dass hier drüben gerade Nami verschwunden ist. Hier waren nämlich mal zwei. So. Ah. Ich kann den Bau ja immer noch abbrechen, im Zweifel von meinem Hafen. Dann schnell Söldner rekrutieren, das geht ja noch. Das kann ich ja noch machen. Ich werde ehrlich sein. Nein, tut mir leid. Da habe ich erstmal noch kein Interesse dran. Ne? Der Rauch und die Ausdünstungen haben die Schar abgewehrt. Ein kleiner Sieg, aber zu welchem Preis? Unsere Bauernhöfe sind sicher. Jedoch ist unser kostbarer Weihrauch verloren. Plus 50% Wohlstand durch Landwirtschaft. Minus 5% Zolleinkommen durch Handelsabkommen weltweit. Für 8 Runden. Gut. Misstraut Fremden. Naja, gut. Schick mir erstmal nach hier drüben, bitte. So. Jetzt kann ich hier den großen Hafen bauen. Und rekrutieren kann ich hier drüben auch schon mal. Da haben wir unsere sabäischen Speerkämpfer. Rüstung. Naja, ist okay. Würde ich mal sagen. Saugünstig sind die, ey. Echt saugünstig. So, wie teilt sie es auf? Schild 35, Grundwert 30. Ist okay. Versuchen wir es mal mit denen. Die Bogenschützen ärgern mich. Die kosten so verdammt viel im Unterhalt. Aber na gut. Muss ich mit leben. So, von dem möchte ich die Linie haben hier. Mit denen kann man, glaube ich, eine Menge anstellen. So. Ach ja, Kusch. Ein Vertrag zwischen uns würde unsere Völker stärker und reicher machen. Muss ich mehr sagen?
Komm, machen wir mal so. Eure Weisheit ist eine Auszeichnung für euer Volk. Besser als jede Münze. Finde ich gut, dass sie Audi noch im Nachhinein dafür extra aufgenommen haben. Die Stimme passt sogar gut, finde ich. Das war eine ziemlich scharfe deutsche Stimme. Ziemlich kraftvoll. So, Rang erhöht, der Weiß ist gestiegen. Krankheit. Wo? In Eodam. Daimon, na gut, damit kann ich leben. Da bricht Provinzwachstum. Toll. Naja. Muss ich jetzt mitleben? Habe ich ja keine Wahl. Gut. So, machen wir jetzt nochmal zwei. Und die hauen wir erstmal hier weg. Finde ich schön, dass jetzt hier auch die Fähigkeit da mal so. Ich glaube, das war gar nicht vorher da immer. So, das mal weg hier bitte. Die und die beiden auch erstmal. Und die drei auch erstmal. Jetzt habe ich hier unsere Speerkämpfer. Dann wollen wir die Bogenschützer zuholen. Die Stadt wird schwer einzunehmen, wie ich gerade sehe. Mit Siedlungs-, also mit einer Ummauerung ist immer schwierig. Wir haben wieder viele Fraktionen gekriegt. Das aber kann zu unserem Vorteil kommen. Wenn Media die wirklich gut beschäftigt. So. Hier haben wir es. Politik. Zivile Verwaltung plus 5%. Da haben wir es. Das meinte ich nämlich. Dadurch kriegen wir mehr Kohle. Und es lohnt sich auch. So, Runde beenden bitte. Ach, ich vergesse gerade immer meine Flotte. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich will ja jetzt zwar nicht wirklich einsetzen, um zu kämpfen, aber ich möchte gerne mit neue Nationen kennenlernen. Und ein Vertrag zwischen uns wäre sinnvoll. Machen wir lieber so draus. Perfekt. Kriegen wir auch ein bisschen Kohle rein. Kann nicht schaden. Kann ja echt nicht schaden. Ach. Handelsabkommen aufgelöst. Nicht mehr möglich. In Marib. Shit. Einer nach dem anderen, ey. Medien macht sich ganz schön breit hier. Aber hier ist jetzt unsere Chance, Leute. So. Ich die Bogenschützen da. Dann können wir uns Gera schnappen. Dann halten wir wenigstens mit bei der Ausdehnung. Vorteil ist, wir sind auch genau rechtzeitig noch gegangen. Ich meine, wir haben ja das Problem, dass wir jetzt hier... Krankheit, Verwendung 2, Marib. Vorher war es noch Eodaimon, Daimon. Oder wie wird es gesprochen? Eodaimon. Gut, okay, war richtig. Schick mich heute weiter hier. So, Runde beenden. Wir werden in zwei Runden dann in Gera sein. Muss reichen. Ist zwar nicht viel Zeit, aber es muss reichen. Was mich jetzt am meisten ärgert, ist, dass ich erstmal wieder warten darf. Scheiße, hat nicht gereicht. Fuck. Ich muss noch eine Runde warten, erst dann kann ich hier drüben, mein nächstes Feld aufmachen. Ich werde wahrscheinlich Eodaimon nehmen, weil ich dann hier drüben nämlich mein Kavallerielager aufbauen will. Bisschen Kaff kann nie schaden. Dissuasion, so. Mal zwei hiervon.
zwei davon. Dann lassen wir das erstmal. Den Rest ich mit der Kafta machen, die ich dann erst bekommen kann. Runde beenden. So. Schauen wir uns mal gleich an, was sich hier drüben so um Gera herum bewegt. Wäre nicht so schön, wenn dort die jetzt stationiert bleiben. Ich würde es gut finden, wenn sie gegen Medien in Krieg ziehen würden. Ganz ehrlich gesagt. Super. Erforscht jetzt die Sache, die wir schon haben wollten. Perfekt. Quidri sind tot. Mai und Media. Ah, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Boah, das ist total Fernkampfarmee hier. Haben wir echt nichts Besseres zu rekrutieren? Die können Kaff holen, theoretisch. Naja, so, nächste Runde haben wir dann jetzt hier unsere vierte Stufe, finde ich gut. So, die Krankheit ist weg, super, machen wir Runde beenden. Schon wieder die Flotte vergessen, ey. Ich bin ja auch ein Nappel. So, was mag Gera? Es ist der ich nicht sehen. Herren, dass ich einen Vertrag zwischen euer so. Er ist weg, super. Sehr gut. Arabia Felix hat einen Bevölkerungsüberschuss. Finde ich toll. Jetzt wäre ich hier drüben in Eudaimon. Werde ich mir Tierzüchter machen. Ich gebe schon die Wüstenkraft. Das ist gut. Mit dir werde ich mir jetzt Söldner holen. Und zwar diese hier. Oder? Nimm ich Kaff. Möchten die. So, was hat denn hier für eine Garnison überhaupt? Auch nicht stolz. Finde ich gut. So, Krieg erklären. Ja, ja, ja. So, rein taktisch gesehen müsste ich den automatischen Schlachtverlauf nehmen. Ich werde jetzt aber selber die Schlacht schlagen, Leute. Weil ich euch auch gerne zeigen möchte, was uns hier erwartet. So, Belagerungsangriff. Möchte ich auch zeigen, wie Städte aussehen. Und da ist dann doch besser, wenn ich dann selber angreife. Auch wenn ich Belagerungsschlachten, diese ganzen Billigdinger nicht wirklich leiden kann. Ich meine, ich muss das jetzt machen, weil Gera gerade die Armee nicht da hat. Das muss sofort gehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Schlacht von Gera, 259 vor Christus, die Kinder der Sonne. So, Aufstellung starten. Wir haben jetzt drei Leitern. Bis irgendwo ein Punkt, wo ich mit allen dreien gleichzeitig ran kann. Nö, gibt's nicht. Überall sind immer Türme dabei, wobei hier nur einer ist. Das ist schon ein Vorteil. Schicken wir euch mal hier ran. Kommt hier hin, ihr hier hin. Bringen wir mal schnell den hier weg. So. Ich schicke mal nach hier. Ihr nach hier. Euch nach hier. Und dann können wir jetzt auch loslegen hier. So. Und es wird passen. Ja, sie passen alle ran. Perfekt.
So, ran hier bitte. Was haben wir denn hier für Einheiten? Stammeskrieger, Herbandplänkler, Stammeskrieger und Herbandplänkler. Gut, also kann man mit Bogenschützen gut arbeiten. So, euch jetzt hier wieder vorschicken, bitte. Gefällt mir, so wenigstens das Erobern ziemlich einfach von den Dingern hier. Dann kann ich um die Sperrkämpfe auch schicken, das sollte reichen. Brauche ich ja nur... Was haben sie hier? Adelschwertkämpfer, scheiße. Doch nicht so einfach. Die habe ich übersehen. Na gut. Hier drüben Stammeskrieger? Okay, ja gut, geht klar. So, noch ein Stück vorwärts, bitte. Reicht das schon? Ah, nein. Noch ein Stück. Können wir euch auch ein Stück vorwärts schicken hier? Noch ist keiner von meinen Leuten beschossen worden, finde ich gut. Es geht auch jetzt erst los. Da haben wir es. Boah, die trifft es auch hart hier. Naja, klar, dass sie jetzt hier nicht wirklich viel machen können. Das ist schade, dass das Spiel immer auf die Einheiten schmeißt, obwohl sie eigentlich jetzt hier diesen Turm anschmeißen könnten. Das würde sich lohnen. In ihren Fällen mit dem brennenden Sperren. Naja. So, die Marodeure schicke ich hier mit drauf. Sobald ich mich hier alles eingenommen habe, bin ich auch locker drin. Lustig, wie viel Munition haben die eigentlich hier? 15 Schuss, ganz normal. Okay. So, rüber hier mit euch. Ihr kommt nach hier, bitte. Ich habe vergessen, meinen Gen zu wechseln. Fällt mir gerade auf. So. Ihr schießt jetzt bitte nicht mehr. Muss reichen. Ich habe die vorher ein bisschen geschwächt. Jetzt geht's hoch hier. Boah, das tut weh. Aber na gut. Hoch hier mit euch, Leuten. Super. Ah, das sind hier arabische Sperrkämpfer, sehe ich schon. Ich habe natürlich genau die falschen Sperrkämpfer hochgeschickt, na gut. Aber die werden hier schnell einen Prozess machen, normalerweise. Können wir auch hier gleich schon das Tor einnehmen und kommen hier durch. Das ist gut. So, und rüber hier mit euch. So. Sperrwall. Oh ne, Schildwall. Schildwand. So. Der ist weg, super. Der auch gleich, super. Sieht auch schon gut aus dem Tor aus. Von hier. Es kommt da, Herbandsperrkämpfer. Wow, 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 wow. Was haben wir denn da? Komplett übersehen. Scheiße. Warte mal, jetzt die Schwertkämpfer weg hier. Gibt's ja nicht. So, rauf da mit euch. Schauen wir uns die mal an, wie die hier reinchargen. Schnappt sie euch. Peng. Sind zwar jetzt nicht die besten Einheiten, dagegen zu arbeiten, aber es reicht, Dicke. So. Und mein Gen will ich hier erstmal nicht schießen sehen. Wie sieht's denn hier aus? Oh, der verreckt hier. So. Ich muss die Schwertkämpfer mit draufstecken wieder, ey. Los, rauf da. Rauf da mit euch. Ne, geht mal hier rauf, bitte. Am besten. Kommt mich hier durch, dann kann ich die wegbashen. Ja, das kann ich ja nicht machen. So. Ihr müsst jetzt mal hier drauf schießen, bitte. Das kann man wenigstens noch weghauen hier oben drauf. Ja, damit schon ein paar erwischt wieder. Super. Rauf hier mit euch. Geht hier rauf, bitte. Super. So, die müssen wir hier noch hochschicken. Ja, und der Gen, der verreckt hier. Super. Geil. Sehr geil.
Sehr, sehr geil. Können wir das Ding ja noch drehen hier. Finde ich gut. So. Und stopp wieder. Reicht erstmal. Sobald wir drin sind, geht es sowieso erstmal wieder richtig los. Rauf da. Rauf da. So. Rauf hier auf die. Dann können wir auch gleich das Tor einnehmen. Geht schon los. Super. Ah, wir verloren. Na toll. Naja, gut. Oh, das ist ja nicht schön, dass er jetzt hier gerade meine Kamelspeck einfach beschießt. Fällt mir nicht so. So, der Kampf hier ist safe. Gucken wir uns mal die Schlacht an, hier, wie sie kämpfen. Die sehen ja schon geil aus, die Marodeure. Haut sie weg. Naja, ist ja gleich geschafft hier. Hier drüben der Kampf wird auch locker gewonnen. Guckt euch das an hier. Geht schnell. Relativ. Vor allem, wenn Schwertkämpfer ein bisschen drunter leiden. So, wir haben's. Perfekt. Wir haben die Tore eingenommen. So, dann können wir jetzt hier weitermachen. Unsere Sperre sind ihr kommt mal hier mit rein. So, kämpfen wir jetzt alle hier. Euch schicken wir jetzt auch durch. Dann schicken wir euch auch mal hier mit rein. So. Aber die vier Speerträger, die wir haben, schickt man hier durch. Kann auch hier innen reinschießen? Ja, kann er. Mist. Finde ich nicht gut, aber naja, muss ich erstmal mit leben. So, die kommen ja alle schon durch. Perfekt. So, hier haben wir Eroberungspunkte drüben. Die auch. Und hier haben wir Siegpunkt. Naja, wir werden schon einnehmen. So. Rüber hier mit euch, bitte. Euch schicken wir schnell hinterher. Und die Kamele schicken wir schnell nach hier drüben, bitte. Den Gen schicken wir auch mal hier rein noch. Er hat ja auch lose Formation hier. Komisch. Manche Einheiten haben es, manche nicht. Na gut. So, der Turm ist auch gleich weg hier. Oder? Ah, es ist ein knappes Ding. Wir sind immer wieder drin und wieder draußen. Okay, gut, verstehe. So. Wow, 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 wow. Zurück hier. Zurück hier, schnell, schnell, schnell. Ach du Scheiße, erstmal hier schnell stellen. Dann haben wir hier diesen Punkt da erstmal zum Einnehmen. So, ihr mit euch hin. Hier auch in Speerwand, bitte. Also Schildwand. Was haben die für eine Def 87? Nicht schlecht. So, arabische Söldnerkavallerie. Schauen wir uns die mal an hier. Ganz gewöhnliche Schwertkämpfer. Okay, super. Okay, Tor ist auch gleich weg. Komm schon. Komm schon, noch ein Stück. Unsere Männer fliehen super. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Okay, hier bitte auch Speerwand reinhauen. Super, den haben wir noch auf bereit. Den Trupp. Wie sieht's hier drüben eigentlich aus? Flieht er? Ne, ist standhaft. Schick dich mal schnell hinterher, bitte. So, jetzt alle hier drauf schießen, bitte. Zack. Hauen wir den Gemma weg, bevor es losgeht hier. Boah, guck ich das an hier. Ohoho. Dieser Pfeilhagel hier schon wieder. Oh, schöne Zeichen. Die gab es vorher auch noch nicht. Haben sie auch noch reingemacht hier. Zack.
Haut rein. Das hat schon reingehauen gerade. Jetzt kommt noch eine Salve und der ist weg. So ziemlich. Sehr cool. Erschüttert und fliehen. Super. Perfekt. So breit bleiben hier. Oh. Das sah aber auch aus, ey. Geil. Und schon haben wir Gera eingenommen. Super. Perfekt. Und die Verluste sind mal überschaubar, würde ich sagen. Ja, das kann man leben. Kann man schnell wieder ausgleichen. Super. Super, super, super. Da haben wir schon meinen ersten Teil geschafft. Von Arabia Magna. Gibt ja noch zwei Provinzen, die wir einnehmen müssen. Ich glaube, das waren... sind sogar drei? Ich bin nicht sicher. Entweder nur eine bis maximal drei sogar. Hängt davon ab. Naja, gut. Na gut. Und weg mit ihm. Zack. Aufgespießt. Und schon ist er tot. Ich könnte unterwerfen, ich könnte niederreißen. Ich werde aber besitzen. So, den geben wir mal... Ausbildung. Er wird ein Ausbilder. Er ist jung noch, der hat noch Zeit. Und euch geben wir mehr Waffenschaden. Schau mal rein. Aber der hat sich ja ganz schön ausgedehnt. Ja, und die müssen wir mit einnehmen hier. Gut. Okay, es sind drei. Ich war mir sicher. Ich habe überlegt, ob es hier vielleicht noch eine Region gibt irgendwo, die auch eine Wüstenstadt ist. Gut, also kommen mit dem Krieg um, also gegen Nabatea nicht drum herum. Auch nicht schlecht, so. Den reißen wir ab hier. Den reißen wir ab und den reißen wir ab. Aus der Provinz machen wir was anderes. So. Ja, hier lösen wir erstmal alles auf. Jetzt aus 72% haben wir schon. Boah, nicht schlecht. Wer hat die Schlagkarte hier gewonnen? Der hier. General gewinnt den Kampf. Imperium Stufe 25 noch. Gut, wie sieht's aus? 11%, 17%. Das ist schon mal schick. Gefällt mir. Hasst Römer. Okay. Ach schon, jetzt schön schnell gewachsen hier. Wie viel Gravitas hat mein Fuzzi? 87. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gelder unterschlagen. Hm. So, wie machen wir jetzt weiter? Nachdem Gera noch nicht gestorben ist. Sie leben ja noch. Guck mal nach, wo die sind. Ja, entweder nehmen sie jetzt gleich ein oder sie werden verrecken dabei. Gut. Sie sind direkt vor Karax. Die können es einnehmen, haben es geschafft. So, als nächstes wäre Ma'in dran. Ma'in ist allerdings ganz schön gut geschützt hier mit ihrer Einheit. Gefällt mir nicht so sehr. Ja gut, aber... Leute, ich würde sagen, das war's mit dem ersten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare dazu rein. Wir sehen uns dann am Mittwoch bei der nächsten Folge wieder von Let's Play Total War Rome 2 mit den Saber. Mir gefällt's bis jetzt. Denkt dran, Armeenamen nicht vergessen. Wäre ganz geil, wenn ihr das reinschreiben könntet. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.